Hallo, ich bin's, Katrin aus der Region Hannover. Ihr wundert euch garantiert, warum dieses Rind so ein merkwürdiges Teil in der Nase hat. Das erkläre ich euch mal. Das Rind versucht bei ihren anderen Artgenossen zu nuckeln. Das bedeutet, an den Strichen zu saugen. Und dieses könnte zu schweren Krankheiten führen und eine Euterentzündung hervorrufen. Um dieses zu verhindern, bekommen die Tiere, die bei den anderen versuchen, das Euter anzunuckeln oder an den Zitzen zu spielen, so einen Ring eingezogen. Eingezogen ist ein falsches Wort. Es wird eingeklemmt in den Nasenschleimhaut. Wie ihr seht, hat das nichts mit durch die Nase ziehen zu tun. Es wird nur fixiert mit einer Schraube. Das bewirkt, dass wenn das Tier wieder versucht, bei den Artgenossen zu nuckeln, es mit diesen kleinen Pieksis piekst und das Tier wieder wegläuft. Das war alles. Und damit verhindern wir, dass das andere Tier krank wird. Ist das nicht nur eine tolle Sache? So, bei weiteren Fragen immer wieder gerne stellen. Tschüss!